Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Squadrons. Es geht in die nächste Schlacht. Und wir sind wieder bei den Imperialen. Wie es aussieht, ja. Jetzt wird's richtig ernst. Da bist du ja. Als ich Polizist auf Parkella war, musste ich mich mit Papierkram rumschlagen, nur um einen Betrüger- oder Sklavenhändler dingfest zu machen. Leute, die eindeutig schuldig waren. Ich habe mich dem Imperium angeschlossen, weil ich so für das wirklich Wichtige sorgen kann. Gerechtigkeit in der Galaxis. Einen Teil zu fliegen ist gefährlicher als Verbrecher zu jagen. Jedes Mal, wenn ich den Hangar verlasse, weiß ich, dass es mein letztes Mal sein könnte. Aber ich kehre immer zurück. Ich bin Diskussionen über die Moralität des Imperiums leid. Sogar Piloten stellen das Imperium in Frage. Sie zweifeln an unseren Methoden, doch sie vergessen dabei stets eine Kleinigkeit. Es ist ganz einfach. Wir sind stark. Also bestimmen wir, was richtig und was falsch ist. Wenn du da draußen bist, darfst du nie vergessen, dass du darüber entscheidest, wer lebt und wer stirbt. Diese Stärke hast du dir verdient. So sieht's aus. Los jetzt. Unser Captain wartet. Für das Imperium, Bitches. Es ist geschafft. Wir haben Vanguard in die Enge gedrängt. Lyndon Javes hat seinen letzten Fehler begangen. Angeblich wird Lyndon selbst am Kampf teilnehmen. Zudem wird er die gleiche Rebellenstaffel anführen, die wir in Mon Cala dezimiert haben. Ja, die Ambusstaffel. Das ist einer seiner Schachzüge. Lyndon hofft darauf, dass ich leichtsinnig werde. Er glaubt mich zu kennen. Er liegt falsch. Den Köder schlucken wir nicht. Die Titanstaffel wird sich auf unser wahres Ziel konzentrieren. Den Starhawk. Admiral Sloan zählt auf uns. Ich wünschte, ich könnte Lyndon persönlich ausschalten. Doch als Commander ist meine Waffe die Staffel. Nicht der Jäger. Los. Schließt eure Mission ab. Und wenn ihr Lyndon im Visier habt, zögert nicht, ihn ein für alle Mal auszuschalten. Es ist soweit, Titanstaffel. Unser Sieg ist zum Greifen nah. Die Temperance hat sich von der Rebellenflotte gelöst, aber egal. Wir konzentrieren uns auf den Starhawk. Dank der Verstärkung von Admiral Sloan haben wir ihn umzingelt. Der Starhawk hat verheerenden Schaden durch unseren Baradium-Angriff davongetragen und keine Gelegenheit für Reparaturen gehabt. Wenn ich mich nicht irre, sollte ein gezielter Treffer auf den Kern des Traktorstrahls das Schiff zu einer tickenden Zeitbombe machen. Es wird nicht leicht, an den Starhawk heranzukommen. Die Rebellen waren in der Lage, ebenfalls Verstärkung anzufordern, und zwar von der Amboss-Staffel. Lyndon Javes führt die Amboss-Staffel höchstpersönlich an. Amboss wurde bei Mon Cala schwer dezimiert, doch sie haben noch intakte Sternjäger. Sie sinnen auf Rache. Vernichtet sie. Außerdem haben sie eine Nebulon-B-Fregatte. Wir haben für euch einen Raider abkommandiert. Sobald ihr den Starhawk erreicht, müsst ihr seine Panzerung durchbrechen, um den Kern anzugreifen. Unsere Scans haben ergeben, dass sich eine nicht explodierte Baradium-Rakete im Rumpf des Starhawks befindet. Nutzt das. Sobald der Rumpf durchbrochen ist, kann ein einzelner Jäger in den Starhawk fliegen, um den Kern des Traktorstrahls anzugreifen. Wir wissen nicht, was euch im Inneren erwartet. Du Scheiße. Was nötig ist, um den Kern zu überladen, und flüchtet anschließend zurück zur Overseer, solange euch die Zeit dazu bleibt. Lass mich raten, das sind wir. Alles, was wir aufgeopfert haben, führte zu diesem Moment, Titan. Lasst euch jetzt nicht von Lyndon Javes aufhalten. Es ist soweit. Wenn wir den Starhawk zerstören, macht uns das zu Helden. Zu einflussreichen Helden. Eine kluge Person könnte sich diesen Einfluss zunutze machen. Vielleicht Berater für Admiral Sloan werden. Und sobald man im Herzen des Imperiums ist, kann man es lenken. Von dem Augenblick an ist alles möglich. Selbst das Legen von Grundsteinen für einen neuen Senat. Wir müssen jetzt nur gewinnen. Oh, keine Sorge.
Ich habe unser Ziel nicht aus den Augen verloren. Aber hierbei geht es um mehr als nur das Ende eines Krieges. Es geht um eine wahre Zukunft für das Imperium jenseits von Todessternen und Rebellen. Dafür kämpfe ich. Egal wofür du kämpfst, denk heute fest daran. Ja, sie ist auf jeden Fall die Machthungrige. Captain, es wäre verantwortungslos, nicht zu erwähnen, dass unsere Siegchancen diesmal geringer sind. Willst du andeuten, dass die Titanstaffel nicht mit einer schwer angeschlagenen Rebellenflotte klarkommt? Oh. Nein, natürlich nicht. Die bisherigen Erfolge sind beachtlich. Aber die Rebellen sind verzweifelt. Das macht sie besonders gefährlich. Eine gerechtfertigte Anmerkung, LT-514. Du wirst sie bestimmt nicht vergessen. Ich wollte auf diesem Posten erleben, wie Staffeltaktiken im Einsatz wirklich funktionieren und stellte fest, wie wenig ich tatsächlich wusste. Aber nun verfüge ich über genug Material, um eine ganze Datenbank über die Titanstaffel zu füllen und über dich. Deine Jagd auf die Rebellen war nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam. Danke, es war mir eine Ehre, dem beiwohnen zu dürfen. Du hast dich als unersetzlich erwiesen. Die Titanstaffel wäre ohne dich nicht dieselbe. Als ich um deinen Dienst bat, bist du dem Ruf ohne zu zögern gefolgt. Das werde ich nicht vergessen. Die Schlacht ruft. Enttäusche mich nicht. Das werden wir nicht. Für das Imperium. Die Ambusstaffel macht keinen Unterschied. Sobald der Starhawk weg ist, sind wir dem Ende des Krieges einen Schritt näher. Aber wenn der Krieg endet, heißt das nicht, dass unsere Pflicht zu Ende ist, nicht wahr? Captain Carroll mag sich damit zufrieden geben, den Starhawk zu zerstören, aber es ist nur ein einziges Schiff. Die Feinde des Imperiums lauern überall in der Galaxis. Wenn es sein muss, kümmere ich mich selbst drum. Eine gute Beschäftigung für meinen Ruhestand. Bringen wir es zu Ende. Der Krieg wird weitergehen. Er endet nicht mit Endor. Er wird auch nicht mit dem Starhawk enden. Egal, was wir zerstören, irgendwann wird es wieder auferstehen. So ist es immer. Und man wird immer Soldaten brauchen. Piloten. Ein ungeschriebenes Gesetz. Egal ob Rebellen oder Republik. Wir kennen unsere Pflicht. Und schöpfen Kraft daraus. Du fliegst. Ich folge. Alright. Let's go. Es ist soweit. Captain Carroll lässt dir die freie Wahl zwischen einem Teil Jäger, Bomber oder Abfangjäger. Ja, wir nehmen den Abfangjäger. Der ist perfekt, um andere Jäger auszuschalten. Notfallreparatur nehmen wir mit. Das passt. Auf geht's. Wann kommt dieser Showdown, die Titanstaffel gegen die Vanguard-Staffel? Vor uns. Aber um ihn zu erreichen, werdet ihr die Streitkräfte der Republik vernichten müssen.
imperialen Raider. Helft Titan, die Verteidigung der Republik zu durchbrechen. Jawohl, unterwegs zur Position. Vorsicht, Jäger im Anflug. Titan, vernichtet die Jäger, sofort. Danke für die zweite Chance. Und wenn du nach mehr Sustiris hast, findest du mich beim Rest der Amboss-Staffel, während wir diesen Sternzerstörer ausschalten. Schade, dass du dich mir nicht stellst. Verräter, wie kannst du es wagen, von Scham zu sprechen? Titan ist meine Rache. Mit ihr werde ich die Rache des Imperiums ausführen. Wie du meinst, Amboss-Anführer, schließ dich uns an, sobald wir fertig sind. Amboss stirbt, Freunde. Nehmen wir sie auseinander. Whoa. Du kannst mir
Angriff auf dieses Ziel, Titan. Ziel ausgeschaltet. Feindliche Fregatte zerstört. Der Weg zum Starhawk ist frei. Ihr werdet den Rumpf des Starhawks durchbrechen müssen. Augenblick! Da ist etwas auf dem Radar. Bleibt wachsam. Weitere feindliche Großkampfschiffe sind im Anflug. Oh Gott. Titan, halt euch auf und greift an. Los. Das wird ihr begreifen. Amboss-Staffel, sammelt euch um unsere Verstärkung. Ihr könnt euch immer noch ergeben, Titan. Euch am Schaum ergeben? Niemals. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Die feindliche Korvette kriegt Wasser. Deswegen habe ich die Schiffe aus dem Baumea-Sektor angefordert. Und da sind sie. Korvette wurde zerstört. Eine ist noch übrig. Eine Korvette wurde ausgereicht. Wow. Und die dachten, wir würden ausgehen. Ihre Karte ist beschädigt. Dauert nicht mehr lange. Commander James, imperiale Verstärkung nähert sich unserer Position. Ihr schafft das, Amboss. Sie sind verzweifelt. Titan an Captain Carroll. Die meisten feindlichen Großkampfschiffe sind ausgeschaltet. In der Überzahl zu sein ist nicht alles. Führungskraft gewinnt Schlachten. Die und Zorn. Feindliche Fregatte zerstört. Verdammt! Das waren unsere Großkampfschiffe. Amboss, fall zurück auf meine Position und sammelt euch. Verstanden. Jetzt ist der Starhawk an der Reihe. Titan-Staffel zum Angriff. Titan, es ist soweit. Folgt mir. Der Starhawk hat überall Brandspuren von dem Radiumangriff. Warum fliegt er noch? Weil er aus imperialem Durastahl ist. Amboss, komm zurück. Sie sind zu spät, um ihr Kampfschiff zu retten. Ihr werdet den Rumpf des Starhawks durchbrechen müssen. Erreiche die Baradium-Rakete. Nieder mit dem Starhawk. Vorsicht, die Geschütze sind aktiv. Du hast sie! Schieß auf die Rakete, um in den Starhawk einzudringen. Den Kern, Titan 3. Wir verteidigen die Schockstelle. Die Traktorstahleindämmung ist... Okay. Erreiche den Kern und achte auf Schwerkraftanomalien. Setze falls nötig deine Schubdüsen ein, aber denk dran, dass der begrenzte Platz das Ganze erschwert. Vergiss nicht, deinen Bremsweg mit einzuberechnen. Kommander, ein Titan-Sternenjäger hat den Rumpf des Starhawks durchbrochen. Sie sind drin. Verstanden, Amboss-Anführer. Theresa, was hast du vor? Ich beende das, was bei Nadiri begann. Langsamer, Titan 3. Ich stelle seltsame Schwerkrafteinwirkungen im Kern fest. Du solltest in der Nähe der Emitter des Kerns sein. Schieße auf sie. Sehe Rabinenanstieg im Kern. Weiter so. Die Hälfte der Emitter ist offline. Oh mein Gott! Die Schwerkraftfluktuationen könnten dich vom Kurs abbringen. Titan 3, festhalten! Wow! Titan 3 ist in Sicherheit. Du hast es geschafft.
des Starhawks ist nun eine tickende Zeitbombe. Sie werden nicht verhindern können, dass er überlastet. Der Sternzerstörer wurde zerstört. Viele unserer Leute wurden gerettet. Und wir fangen gerade erst an. Ambos, folgen wir. Überstand. Bringen wir es zu Ende. Wage es nicht, ohne mich gegen James zu kämpfen. Okay. Let's fucking go. Titan 3, ich habe dir bei Fosterhaven eine Chance gegeben. Hättest du sie nur wagen. Das ist eigentlich so ein lächerlicher Witz. Der hat genauso einen Flügler wie wir alle anderen auch und die sind alle so schnell kaputt gegangen. Aber seiner schluckt 50.000 Projektile. Das ist natürlich wieder komplett lächerlich. Lächerlich ohne Ende. Ich hab keine...
so lächerlich, Alter. Guck dir das mal an, wie der fliegen wird. Ja, wir sind im Arsch. Du Hurensohn. Wo sind eigentlich unsere Leute? Wir fliegen hier gegen eine ganze Staffel, ganz alleine. Das ist ein vollkommener Witz, ist das. Es ist lächerlich ohne Ende. Überhaupt nichts mit Skill zu tun, gar nichts, einfach nur nervig. Der fliegt die ganze Zeit wie eine Pussy, nur irgendwelche Haken, dass man ihn nie erwischen wird. Guck ihn dir mal an, diese Dreckspussy, was das ist. Jetzt raste ich gleich aus. Ich raste gleich aus. Das Spiel leckt auch gerade wie eine Missgeburt. Ist das lächerlich, was der Schlucken tut? Ist das immer normal? Stirb doch endlich mal, du Bastard, Digga. Na also... Sie wollen die Rebellenflotte auslösen. Unsere Mission ist beendet.
Meine Güte, war das jetzt eine Geburt gegen den. Dank Admiral Sloans unfehlbarer Unterstützung liegt Projekt Starhawk in Trümmern. Die Vanguard-Staffel wird ausgelöscht. Die Ideale des Imperiums haben obsiegt. Loyalität, Pflichtgefühl, Disziplin. Und dank unseres neuen Champions werden wir nun noch größere Höhen erklimmen. Titan 3 wurde befördert. Mit allen Ehren. Gut gemacht. Dich erwartet eine glänzende Zukunft beim Imperium. Stolz verkünde ich, dass der Tod von Lyndon Javes eine Nachricht an alle sendet, die uns verraten wollen. Ganz gleich, wo jemand gegen das Imperium aufbegehrt, die Titan-Staffel wartet. Koste es, was es wolle. Dieser Krieg ist unsere Feuerprobe. Wir werden siegreich aus ihr hervorgehen und diese neue Republik in die Knie zwingen. So nicht anders. Alter, war das eine Geburt, Junge. Lyndon Javes ist fort und die Übertragungen des brennenden Starhawks haben ein Dutzend rebellische Systeme zur Aufgabe gebracht. Gerüchte zufolge plant Admiral Sloan, die Titanstaffel mit einer neuen Mission zu belohnen. In die unbekannte Regionen. Ich weiß gar nicht, kommt jetzt hier nochmal irgendwas? Ja, die Vanguard, es geht tatsächlich noch weiter. Ich habe gedacht, wir sind fertig. Ja, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Euer World Gamer YouTube. Ciao.